Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Herzlich willkommen in der Hermitage in der Orangerie bei strahlendem Wetter. Das Ganze soll eine sehr lockere Atmosphäre sein, deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich heute nicht jeden Ehrengast namentlich begrüße. Ja, seit 25 Jahren findet jetzt dieser Festspielfrühschoppen statt. Und ich glaube, nirgendwo kann man Kunst und bayerisch-fränkische Lebensart so gut miteinander vereinen, wie hier bei diesem Ambiente. Und deswegen ist es auch für mich eine Ehrensache, dass wir diese Veranstaltung fortführen. Die Festspielhornisten, die ich auch nochmal ganz herzlich begrüße, obwohl sie heute wieder spielen müssen. Sie haben es vielleicht bemerkt, Notenständer können auch Weißbierständer sein. Das ist denen ihre Idee. Dankeschön dafür. Und stellvertretend für viele Stars, die Herr Brüggemann nachher auch nochmal vorstellen wird, ist Frau Wagner hier. Und deswegen würde ich Sie bitten, auch noch die Gäste zu begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hier erschienen sind und wir mit Herrn Brüggemann, einem sehr guten Moderator, ein lockeres Gespräch in der lockeren Atmosphäre führen können. Besonders freue ich mich, meinen Kollegen Stefan Herrn, der uns gestern diesen wunderbaren Parsifal beschert hat, dass er hier ist. Und es wäre kein Festspiel-Frühschoppen, wenn nicht unser Oberbürgermeister, der auch hier ist mit seiner Gattin, herzlich willkommen, eine kleine Ansprache hält. Auch die wollen wir sehr kurz halten, weil wir dann auch noch eine Neuerung halten. Entschuldigung, wenn ich das zu wörtlich genommen habe, das Lockere. Herr Meisel, man muss immer aufpassen, was man anbietet und was man sagt. Das könnte jetzt eine Stunde werden, aber das tue ich Ihnen nicht an, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Namen der Stadt Bayreuth. Wir wollen das in Dialogform machen. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass das Wetter so mitspielt. Und schön, dass Sie, Frau Wagner und Herr Meisel, zusammen hier eingeladen haben zu diesem wunderschönen Frühschoppen. Ihnen allen viel Freude. Wir machen das dann gleich nochmal ein bisschen intensiver in Dialogform. Herzlich willkommen. Ich kann eins machen, was man wirklich macht als Gastgeber. Ich kann erstmal einen Prost zurufen und bedanke mich, dass ihr in so großer Runde da seid. Lasst es euch schmecken.